Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Andrea bastelt mit Action, Teddy und Co. Heute ist mal wieder Co. an der Reihe. Und ich bastel heute oder gestalte heute mit euch mal einen Druck auf der Geli oder auf der Geli Pleat, glaube ich, wird die auch genannt. Ich sage ja mal Gelplatte, für mich ist es eine Gelplatte. Und da will ich mal versuchen, ob ich euch zeigen kann, wie man das jetzt macht. Im letzten Video habe ich hier nochmal die Farben von Teddy ausprobiert. Ja, kann man vergessen. Also ich finde das überhaupt nicht schön. Geht auch gleich ab, wenn man da mal ein bisschen drauf rumrubbelt. Also die haben bei mir nicht gepunktet. Genau. Ich möchte ganz gerne den Kanal Kleeblatt Kreation erwähnen, weil dort habe ich nämlich diese Anregung dazu gekriegt, dieses Verfahren zu machen. Und die macht ganz, ganz tolle Sachen auf der Gelplatte. Also schaut da ruhig mal rein. So, ich suche mir jetzt ein Motiv aus der Glamour oder wie auch immer das ausgesprochen wird, aus. Und es ist jetzt so, dass nicht jede Zeitschrift funktioniert. Ich weiß, dass die Vogue funktioniert. Und gucken, ist ja auch nicht so ganz schlecht. Da haben wir mal so abgeschnittene Haare. Das war ja auch mal beim Passbild so, ne? Dass oben das abgeschnitten wurde. Und dann sollte das irgendwie sympathisch aussehen. Jedenfalls war nicht jeder Zeitschrift, die eben halt Glanzbilder hat, funktioniert dieser Abdruck. Ich weiß, wie gesagt, wie ich das ja eben schon sagte, bei der Vogue funktioniert das und bei dieser Glamour oder wie auch immer das ausgesprochen wird, funktioniert das aus. Jetzt suche ich mal hier, kann ja auch mal so einen Teller machen, ne? Also kann ja eigentlich alle Bilder nehmen, finde ich auch cool hier. Sieht bestimmt auch mega aus, abgedrückt. Aber ich will jetzt noch mal so ein Frauenkopf nehmen. Das finde ich auch schon ganz gut. Ja, ist auch mega. Ich glaube, das ist nämlich für die große Platte. Hm. Alles zu groß. Ich hatte vorhin aber schon welche gesehen, wo ich gesagt habe, ja, das nehme ich. Also einfach mal durchblättern und das, was euch denn zusagt, das nehmt ihr. Das sind ja jede Menge Möglichkeiten. Hier ist das auch wieder, ne? Das ist ein Stück abgeschnitten hier oben. Ein bisschen doof, obwohl das würde natürlich auch gehen. Ich kann das auch auf die Platte machen. Ich mache hier sowieso irgendwie Farben drüber. Ah, die finde ich jetzt auch mega cool. Die probiere ich mal. So, dann reiße ich mir das mal raus. So. Und passt das überhaupt darauf? Ja, das wird schon darauf passen. Gucken, ob ich noch ein paar Buchstaben und auch so ein bisschen von der Schrift nehme ich ruhig alles mit. Ne, ich nehme das jetzt das Blatt so, wie das ist. So, jetzt als erstes muss ein bisschen schwarze Farbe rauf auf die Platte. Ich habe auch hier noch mal, damit ich hier mal ein bisschen abräumen kann. So. Und ich habe auf Empfehlung jetzt, beziehungsweise in dem Video von Kleeblatt Kreation, die nimmt diese Farbe Amsterdam. Und die habe ich mir auch gegönnt jetzt. Ist ein klein bisschen teurer, aber hält sich noch in Grenzen mit dem Preis. Und damit funktionierte das. Und ich habe mir jetzt ein Set bestellt mit diesen ganzen Farben. Und da sind 20 Milliliter drin. Und ich glaube, ich werde die jetzt nur für die Gelplatte oder Geliplate, wie auch immer man das ausspricht, benutzen. So, jetzt nehme ich noch mal ein bisschen hier Farbe, schwarze Farbe. Und dann muss ich mal gucken. Das soll auch richtig dünn sein. Und dann mal gucken, ob ich da ein bisschen was auch wieder abnehmen muss. Richtig schön verteilen auf. Und da merkt man auch schon, ich habe ja jetzt mit der Actionfarbe gearbeitet auf der Platte. Das hat bei mir gar nicht funktioniert. Und dann habe ich mit den Surface-Farben gearbeitet. Das ging auch schon ganz gut. So, dann will ich noch mal ein bisschen abnehmen. Das ist mir noch zu viel da drauf.
So. Also richtig schön dünn ausstreichen. So, und jetzt kommt das Blatt darauf. Mal gucken. So. So hat die denn, wenn das Gesicht ganz drauf ist. Ich mache das einfach mal. Hier Pi mal Daumen. So. Und dann wird das Ganze einfach so ein bisschen angestrichen. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Und dann nimmt man das ab. Das hat nicht so funktioniert. Habe ich das jetzt zu doll angedrückt? Ja, das habe ich zu doll angedrückt. Das hat jetzt nicht funktioniert. Dann mache ich jetzt nochmal schwarz. Ich versuche das damit nochmal. Also es darf nur so ein bisschen angedrückt werden. Ich gucke mal, ob ich das nochmal benutzen kann. Ja, das ist der Vorführeffekt. Vorhin hat es gleich beim ersten Mal geklappt. Aber ist ja klar. Vorführeffekt. Da kann das ja nicht funktionieren. So, ich werde jetzt erstmal gucken. Ich lasse jetzt mal ein bisschen mehr Farbe drauf. Vielleicht war das auch einfach doch ein bisschen zu wenig Farbe. So. Jetzt versuchen wir das nochmal. Ja, jetzt ist es drauf. Allerdings habe ich jetzt auch viele Flecken, weil ich es schon mal benutzt habe. Okay, dann nehme ich noch mal eine neue Seite. Weil ich möchte das dann doch schon ein bisschen schöner haben. So, muss ich natürlich aufpassen. Ich nehme mal ruhig doch die hier. Mit den abgeschnittenen Haaren mache ich dann irgendwas drüber oder so. Mal schauen. So. Ich nehme das jetzt erstmal einmal ab. Geht nicht. Da muss ich doch noch mal Farbe rüber machen, weil ich will die Platte erst sauber haben. Jetzt einmal. Ja, dann mache ich das doch jetzt so, dass ich da auch Farben drauf mache. Das heißt, ich nehme mir jetzt hier von meinen Farben ein bisschen was. War das schon ein bisschen viel? Und dann mache ich noch mal so ein Tüpfelchen Gelb dazu. Ja, das ist so, ne? Der Vorführeffekt. Aber geben jetzt nicht auf. So, jetzt muss das natürlich jetzt erstmal kurz trocknen, bevor ich die letzte Schicht auftrag. Bin gespannt, was dabei rauskommt. So, das lassen wir mal kurz trocknen und dann bin ich gleich wieder da. So, nun sollte das hoffentlich genügend abgetrocknet sein. Und jetzt mache ich
die letzte Farbe drauf, um das abzunehmen. Dann nehme ich mir schon mal ein Blatt. Mal sehen, vielleicht ist das ja, hat das ja schon funktioniert. Sonst mache ich gleich noch mal eins. Das ist ja immer so, wenn man dann will, unbedingt, dass das funktioniert. Das muss jetzt funktionieren. Ja, dann ist man immer ui. Genau. Ich bin gespannt. So, platt rauf. Und jetzt richtig andrücken. Da gehe ich dann auch noch mal mit der Rolle rüber. Es gibt auch so Acrylverbinder. Den kann man auch so als letztes drauf machen. Den müsste ich aber noch mal holen. Wollte das nicht genug Farbe wahrscheinlich drauf. So, gucken. Das ist ja mal mega spannend. Und die lässt sich auch ganz anders abziehen als zum Beispiel die andere Farbe. Ja, hat doch funktioniert, aber sie sieht schon sehr düster aus. Ne, wir probieren das jetzt nochmal. Also die werde ich mir jetzt nochmal ein bisschen aufarbeiten und mit Farben nochmal ein bisschen nachziehen und dann noch ein bisschen aufarbeiten. Dann machen wir das nochmal. Ich werde mir jetzt aber doch die Geliplatte vorher einmal sauber machen. Eigentlich braucht man das ja nicht. Also sie macht das immer mit, dass sie das nochmal abzieht mit Papier. Aber ich möchte jetzt gerne, dass das diese Sachen, die jetzt hier drauf gelesen sind, runter sind. Ja, es sieht ein bisschen. Ja, es sieht wirklich ein bisschen sehr gruselig aus, finde ich. Aber es macht nichts. Ich habe nochmal diese andere Seite da genommen. Mal gucken, dass damit jetzt besser geht. Ich muss auch ein bisschen mehr Geduld haben. Die Platte muss nämlich ganz trocken sein. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Oder habe ich die andere Seite? Ne? Nee. Ja. So. Ich hoffe mal, dass hier trocken genug ist. Und ich möchte das doch noch mal. Ja, das ist natürlich auch cool, aber das werde ich dann auf der großen Platte machen. Ich hatte vorhin noch so viele, wo ich gesagt habe, Mensch, das kann man. Ach ja, hier sind die. So alle. Das ist ja auch cool hier. Aber ich hätte doch schon gerne ruhig ein bisschen größeres Gesicht. Nein, ich nehme das jetzt, was ich herausgesucht habe. Und das werde ich jetzt nehmen. So, Platte ist hoffentlich trocken. So, Vorführeffekt die zweite.
schwarze vermischte Farbe drauf. Wollen wir das jetzt austesten. Dass es trotzdem geht. So. Dann wollen wir gucken, wo fängt sie an? So. Vorführeffekt, die zweite hat auch nicht geklappt. Da habe ich unter Garantie habe ich da zu wenig Farbe genommen. Okay, ich lege noch mal los. So, das hat jetzt geklappt. Was ich festgestellt habe dabei ist, ihr dürft nicht zu viel Farbe von der schwarzen drauf haben. Ihr dürft aber auch nicht zu wenig Farbe haben. Wenn ihr das jetzt abdruckt, ne, können wir ja mal machen, mal gucken. Also da habe ich das dann auch noch mal versucht. Das ist dann auch ein bisschen daneben gelaufen. Und wenn ihr das jetzt abdrückt, ich habe zum Beispiel jetzt hier dieses genommen und habe ich das darauf gelegt und dann habe ich das nur einmal so angedrückt. So. Nach oben und fertig. Und mehr habe ich auch gar nicht gemacht. Und dann konnte ich das so abziehen und dann gab das das Ergebnis. Also ihr dürft nicht so machen. Dann wäre da nichts, dann bleibt da nichts drauf. Ne? Oder ihr macht das so, dass ihr dann so macht und dann so vereinzelt so richtig dolle drückt. Das funktioniert auch nicht. Also wirklich rauflegen und dann einfach nur zart glatt streichen und dann abziehen. Und dann funktioniert das. Ja, braucht man vielleicht ein bisschen Übung für, dass das heute Morgen so mit meinem Meisterfekt, würde ich gerade sagen, gleich so geklappt hat. Ist vielleicht jetzt auch wirklich Zufall gewesen. Aber das hat jetzt richtig gut geklappt. Und jetzt muss ich noch mal gucken. Ich werde noch mal einen Augenblick abschalten und das ruhig noch einen Augenblick trocknen lassen. Das ist ganz wichtig. So, jetzt sieht das gut aus. Und jetzt gehe ich mit der Farbe darüber. Und da gucke ich mal, welche Farben ich da nehme. Also ich will jetzt nicht so ins in das dolle Dunkle gehen. Auf alle Fälle mal so ein bisschen Orange nehmen hier. So, und dann mache ich mir so ein, ja, ich mache mir das mal hier so rauf. Ja, schmeiß weg, hier unten. Mal gleich gucken. Ich mache mir hier das so ein bisschen drauf. Und nehme dann das hier auf. Und gehe dann so ein bisschen hier rüber, wo ich so ein bisschen Orange haben will. So. Guck mal, dass ich das noch so ein bisschen, ja, so. Dann noch so ein bisschen so. Genau. Und jetzt muss ich gleich erstmal den Dings suchen, da ist er ja. Einmal nach unten. So. Dann nehme ich noch mal so ein bisschen Blau. Mal daneben. So, mach ich mal
Ich will jetzt nicht so, dass sich das so vermischt. Nur aufpassen, dass sie dann trocken ist. Dann nehme ich mir noch mal so Zewa. Ja, noch mal rüber gehen, als sie trocken. So. So. Da gehe ich auch nur so ganz leicht rüber. So. Das reicht mir schon. Dann will ich noch so ein klein bisschen Rot haben. Bisschen rot. So, und das muss ich jetzt erstmal wieder gut trocknen lassen. Und dann bin ich wieder da. So, ich bin schon wieder da. Ich hoffe, dass das jetzt trocken genug ist. Und wenn das hier schon trocken ist. Ich habe jetzt noch mal mit dieser Luftpolsterfolie habe ich hier noch mal einen Abdruck gemacht und da oben noch mal einen Abdruck gemacht. Warte, ich mal gucken. Also, was habe ich hier eigentlich? Achso, das war dieser Fehlzurück. Platt habe ich mir schon rausgesucht. So, und jetzt nehme ich ja wieder so eine helle Farbe. Dann nehme ich, kann man weiß nehmen. Ich nehme jetzt noch mal Creme. Und darf auch nicht zu dick sein. So. Auch die Ränder gut mitnehmen. Jetzt muss man aber kräftig. Kräftig abdrücken. Und diese feuchte Farbe verbindet sich nämlich mit der trockenen Farbe. Und deswegen ist das so wichtig, dass man zum Schluss, wenn man die Farbe rauf macht, die als letztes rauf soll, dann auch gleich das Blatt drauf macht. So. So. Jetzt abziehen. Mega cool. Das hat doch geklappt. Richtig cool. Und das kann ich ja jetzt auch noch so ein bisschen bearbeiten. Da kann ich zum Beispiel jetzt sagen, möchte hier noch, nehme ich mir mal meinen Pinsel, den ich natürlich jetzt gerade nicht habe.
Ne, so einen nassen Pinsel will ich nicht. Da hole ich mir mal einen neuen. So. Und da kann man auch sehen, da sind dann die Abdrücke von dem hier von der Luftpolsterfolie. So, und hier kann ich jetzt so beigehen und kann jetzt sagen, das ist nämlich so ein bisschen das, was mir hier zu viel Farbe ist, weg. Und dann kann ich mir das noch so gestalten, wie ich das gerne hätte. Und das geht mit dieser Farbe einfach auch total gut. Die trocknet auch richtig gut ab. Ihr seht, ich bin völlig entspannt. Ja, es gefällt mir nämlich besser, wenn da einfach nur zu viel Farbe so drauf ist. Ja, machen wir mal so ein bisschen. So, das Ganze muss natürlich noch trocknen. Ja, finde ich aber. Ich finde das total cool. Ich finde, es sieht echt mega aus. Und dann für Junk Journal. Und hier ist nochmal so ein bisschen das Ohr. Bisschen die Linie ziehen. So, genau, ich finde, das sieht mega aus. Ach, da oben ist auch noch so viel Grün, ne? Ja, noch mal so ein bisschen weg. Und sonst finde ich das mit dem Grün da über dem anderen Auge gar nicht so schlecht. Ja, mal retuschieren. So, genau. Also das finde ich total cool. Ne, und das ist jetzt, also habe ich nicht zu viel und nicht zu wenig Farbe genommen. Ich habe mir jetzt hier nochmal ein Bild rausgesucht. Ich werde das Ganze jetzt nochmal mit Karin Jedensmeyer Surface Farbe probieren und zeige euch gleich das Ergebnis. So, das ist jetzt das Ergebnis mit den Multi Surface
Ich würde sagen, es geht damit auch bedingt. Also wie ihr seht, ist auch hier die Farbe so ein bisschen drauf geblieben. Ja gut, das könnte man jetzt noch ein bisschen korrigieren. Was ich festgestellt habe, ist, dass die auch einfach dünner ist als die von Amsterdam. Die ist wirklich so ein bisschen mehr, da ist mehr Wasser drinne als in den anderen Farben. Und es ging auch schwerer von der Platte abzuziehen. Dass sogar so einige, bei einigen Stellen ist auch das Papier hängen geblieben. Ja, das war jetzt nochmal so ein Versuch mit den Surface-Farben. Also ihr könnt sie auch nehmen. Ja. Aber sie sind eben halt nicht so gut, würde ich jetzt sagen, was ich jetzt damit erlebt habe. Ich habe ja die anderen auch schon damit gemacht und hatte ja immer wieder mal ein bisschen das Problem, dass die Farbe einfach da drauf geblieben ist und dass auch Stücke von dem Papier drauf geblieben sind und dass sich das einfach nicht so gut abziehen lässt. Ich mache jetzt noch mal einmal einen Versuch ohne das abzudrücken. Also ohne jetzt ein Bild zu nehmen, sondern einfach noch mal so ein bisschen mit Muster. Und dann gucken wir mal, wie das da mit den Farben ist. So, und jetzt will ich noch mal sowas machen, was ich ja auch mit den anderen Farben schon gemacht habe. Mal gucken, ob das auch so gut geht. Dann nehme ich jetzt erstmal wieder schwarz. Ich glaube, einen kleinen Schuss mehr. Das ein bisschen mehr sein. So. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen zu wenig. So. Ja, diese Farbe von Amsterdam verhält sich einfach anders als die anderen Farben. So. Das habe ich auch gesehen beim Klebblattkreation. Ups. Ich glaube, ich habe das so wirklich. Aber wir können ja hier oben auch noch mal zwei machen. Na, ist schon trocken. Schon zu trocken. Habe ich zu lange gewartet. Aber ein bisschen ist da noch drauf. So, nun gehe ich wieder mit schön rot. Da so ein bisschen rein. Ja, es ist ja so, wenn man ein richtiges Material hat, wo das auch super funktioniert, dann macht das auch einfach Spaß. Das ist immer, ich denke immer, es ist ja auch immer schön, wenn man Sachen günstig kriegt, so wie zum Beispiel die Action-Sachen, die sind ja auch toll, die Stanzen und sowas, die sind einfach toll. Kann man wirklich richtig toll mitarbeiten. Aber bei sowas jetzt hier zum Beispiel, wenn man da denn gerne schöne Ergebnisse haben möchte,
dann ist das schon wirklich gut, wenn man dann auch Sachen hat, die wirklich gut funktionieren und Qualität haben. Ja, konzentrieren, pinseln und gleichzeitig sprechen ist auch eine Kunst für sich. So, lass ich noch mal gucken. Wo habe ich denn meine Dings? Die sind, ach, da hinten sind sie hingeflogen. Aber ich mache mal das andere. Das ja. Nochmal. So, haben wir nämlich noch ein bisschen Muster drauf und dann nehme ich noch mal so ein bisschen hier oben hin von dem Rot. Können wir mal gucken, ob wir da noch das eindrücken können. Ja, ich glaube, das geht. Und dann ein bisschen gelb. Ruhig ich mal so ein bisschen. So, da hatte ich eigentlich das gedacht hier. Hier hin. Und ich kann mal gucken, dass ich das Gelb mit dieser Schablone raufbringe. Ich glaube, da muss ich das eher tupfen. Auch die schönen Dinge von Teddy gekauft. Und hier ist noch ein bisschen rot. Was machen wir denn hier noch ein bisschen am Rand? Nichts von der Farbe verschwenden. Ah, das sieht auch schon mal cool aus. Und was mag wir noch? Mal, ob das geht. Blau. Ich habe noch mehr Zahnräder. Wie sind die denn alle? Die wir alle hier reingeschmissen. Da ist noch eins. Noch eins. Ich hätte gerne noch eins. Da ist noch eins. Genau. So. Also mal gucken. Was kommt denn noch raus? So. Und man wird ja auch erfinderisch, ne? Wenn man sowas macht. Ups, das sollte sich jetzt nicht. Ja, mit was Spitzen sollte man natürlich nicht drauf gehen.
ob die Farbe gereicht hat jetzt. So. Wollte ich schon mal wieder abnehmen. Ich hier unten noch mal so ein bisschen blau hin. Dann nehme ich noch mal die Schablone hier. So, da oben kann ich auch noch mal so ein Stück machen mit dem Restfarbe jetzt hier. So, wunderbar. So, das lasse ich jetzt kurz trocknen und dann kommt nämlich die letzte Farbe drauf, um es wieder abzunehmen. Und dann wollen wir mal gucken, wie das denn so funktioniert. Okay, bis gleich. So, jetzt machen wir wieder die letzte Farbe rauf. Ich hoffe, dass alles trocken ist. So. Ich habe hier übrigens so eine Gummiwalze, die ich benutze. So, ich hoffe, dass das genug Farbe ist. So. Und jetzt flatt drauf und ordentlich festdrücken. Die Ecken, die wollen immer nicht mit. Absolut cool. Ja, das sieht doch mega aus. Also ich finde das richtig, richtig cool. Ja, und hier kann man dann gucken, hier hat er dann das nicht so wirklich abgenommen. Und da kann man ja gucken. Und das so ein bisschen ausbessert. So, genau. Also mir gefällt das richtig cool. Richtig gut, meinte ich. Ja,
So, das war jetzt das, wo ich euch das nochmal mit der Gelplatte oder Gilli-Platt oder wie auch immer das heißt. Bei mir heißt das Gelplatte. Genau. Und ich habe euch jetzt einfach gezeigt, was man damit so machen kann. Und ich persönlich muss sagen, ich bin ganz begeistert von diesen Amsterdam-Farben. Es ließ sich richtig, richtig gut abziehen. Bis auf hier ein kleines Stück, aber vielleicht habe ich da auch nicht genügend drauf gedrückt. Ne, das muss man dann auch wirklich immer richtig schön drauf drücken. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das richtig gut und die Farben sind einfach prima. Und für mich hat sich diese Anschaffung gelohnt. Ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet haben. Ich werde mal gucken, ob ich euch das verlinken kann, dieses Set, was mit den Amsterdam-Farben. So, ihr Lieben, jetzt wünsche ich euch aber einen schönen Abend. Ist jetzt schon ein bisschen später. Bleibt gesund, ganz liebe Grüße und vielleicht bis nächstes Mal. Ciao!